Hallo zusammen bei No Man's Sky. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Blender Glitch. Wir wollen heute an meinen Luftschott, was ich gebaut habe, einen Weg bauen. Okay, nichts leichter als das. Wir können hier ein paar Platten anlegen, bauen in die Richtung, vielleicht auch in die Richtung. Sieht, finde ich, nicht so schön aus. Ich möchte hier eine Kurve haben, indem wir dann hier hinten im Prinzip irgendwo ankommen und dann bauen wir weiter. Und dafür müssten wir natürlich erstmal anfangen. Und zwar, wer schon einige Folgen gesehen hat, weiß, dass wir einiges von dem, was wir schon mal benutzt haben, jetzt benutzen. Aber es ist auch vieles Neues dabei. Wir das hinbekommen, benötigen wir jetzt ein Rohr, das Dreieck. Und dann beginnen wir. Und wie weit wir gekommen sind. Okay. Ein bisschen weiter möchte ich noch. Das sollte reichen, obwohl. Nein, noch. Das müsste genau gegenüberliegend sein. Aber das sehen wir dann nachher. Zeige ich euch. Hier von den fünf Pyramiden, 1, 2, 3, 4, 5, immer die mittlere, die werde ich jetzt färben, wenn ich den färbe, ja. Zwar ist das die Pyramide, wo wir weiter ansetzen müssen. Jetzt benötigen wir einen Würfel. Die Zylinder können wir nicht runterbauen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, eine Würfel anzubauen, aber nicht, dass wir jetzt hier unten anbauen können. Das wiederum können wir mit einem Rohr. Das benötigen wir zweimal. Das obere nehmen wir wieder weg. Jetzt können wir den Zylinder benutzen. Okay, so. Und
bauen uns das dann. Oh, ein bisschen dunkel. Gut. Das hier erstmal wieder in weiß. Wie gesagt, die oberen wieder entfernen. Wieder gelandet. Okay. Den suche ich später. Okay. Also wie ihr seht, es ist immer ein bisschen problematisch, im Hintergrund Bauwerke schon zu haben. Besten, es wäre gar nichts dahinter. Okay. Dann sind wir jetzt an dem Teil, wo ihr eigentlich schon weitermachen könntet, aber ich möchte noch etwas zusätzlich machen, damit es etwas schicker aussieht. Und dafür müssen wir das erstmal so machen. Und den Zylinder brauchen wir dann gleich noch einmal. Denn die Pflasterung müssen wir uns genau andersrum setzen. Die andersrum hinzusetzen, benötigen wir eben wieder den Zylinder, aber diesmal nicht nach oben ausgerichtet, sondern nach unten. Ups, zu früh. So. Aber den brauchen wir. Vergessen. Okay.
gehen wir jetzt in die Strukturen. Spezialisiert und Fundamente. Jetzt benötigen wir Dieselpflasterung. Und setzen uns die auf den Kopf gedrehte Pflasterung an und wollen dann diesen würfelförmiger Raumrahmen, interessanter Name, hinbauen, und zwar nicht so. So soll das sein. Dann können wir diese Pflasterung, die wir gebraucht haben, wieder entfernen. Und die Pflasterung legen wir jetzt wieder zweimal jeden vorherigen an. Das ist die Position, wo er vorher gewesen ist. Zur Bodenplatte. Haben wir jetzt alle? Okay. Genau so sollte das aussehen. Dann nehmen wir jetzt erstmal nur den Würfel weg und die Bodenplatte. Falls irgendwas schief gehen sollte, können wir uns das schnell wieder aufbauen. Und zwar an der Stelle, wo wir es auch brauchen.
könnte ein bisschen störend werden. Ja. Reicht jetzt den? Nee. Na gut, müssen wir doch entfernen. So soll das dann aussehen. Wir die Türen hier wieder wegnehmen. Und die äußeren Bodenplatten nehmen wir jetzt dann auf. Würde nämlich nicht passen. Aber das ist ja auch nicht das, was wir vorhaben, sondern wir wollen hier weiter. Die Richtung. Legen uns eine Platte dorthin. Erst einmal. Ja, hier die Bodenplatte, die kann ich einfach hinstellen, da ja hier schon Bodenplatten verwendet wurden. Das heißt, hier kann ich mir auch gleich aussuchen. Ich möchte eigentlich lieber Glas. Das können wir jetzt hier zwar auch machen, aber wie ihr seht, das wäre nicht die richtige Richtung. Wir müssen also jetzt überall rechts und links und auch für oben uns wieder die Pflasterung zu Hilfe nehmen.
Ja, okay. Hier bin ich auf ein kleines Hindernis gestoßen. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht gehabt, bevor ich hier anfange, alles aufzubauen, müssen wir noch mal eine kleine Korrektur machen. Ist nichts Dramatisches. Geht sehr schnell. Das ist kein Problem. Bauen wir uns das hier noch mal zweimal auf. Okay, alle Würfel sind da. Und das Rohr. Wie jedes Mal, wir erschaffen etwas und nehmen es gleich wieder weg.
einfach zwischendurch auch mal einen anderen machen. Dann erst den Winkel wechseln. Genau so. Hier die Glaswand haben. Radius noch weiter müsste gehen. Jetzt ist es so, dass wir diese Wand oder beziehungsweise jede zweite kein Glas machen können. Bedeutet, dass wir die einfache Bodenplatte nehmen müssen. Müssen wir erstmal wegnehmen. Genauso sollte das sein. Dann wenn es denn auch funktioniert, wenn wir alles richtig machen. Außenflächen, da wir keine Kollision haben mit den anderen Platten, können wir direkt die Glasplatten aufstellen. Glasplatte mit Metallrahmen. Entschuldigung, falscher Ausdruck. Gut. Thank you.
Wander wieder auf die Konstruktion. Nehmen uns den Würfel von jeweils zweimal dran. Dann sind wir wieder auf der Position, wo er vor gewesen ist, genau in der Mitte der Bodenplatten. Hier. Mal kurz mit der Kamera an. Haben wir einen größeren Radius? Nein. Sieht schon ganz annehmbar aus. Im Foto ist es zu früh. Ja. Ja. Foto machen wir nicht. Gut. Haben wir. Wir schließen jetzt hier noch unsere Lücke. In dem Falle können wir hier auch kein Glas nehmen. Anbauen. Okay. Jetzt mal speichern. Und dann werden wir mal das Dach aufbauen. Verändern wir die Position. Ja, hier würde ich sagen, machen wir auch jede zweite Platte dann als Glasplatte. Glasbodenplatte.
würden dann hier mit einer normalen anfangen. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt ab hier wieder alles aufbauen. Diesmal aber nur einmal, wir haben hier nur ein Dach. Besser doch von dir. Nee, nicht wenn ich in die Farbe wechsle. Wie ihr seht, sind wir ja schon dem Ziel recht nahe. Dementsprechend haben wir es jetzt fast. Da, wo wir Metall ansetzen. Nee. So nicht. Und fangen mit dem Glas an. Hier können wir ja alles setzen. Das ist egal. Und Glas wollen wir ja jedes zweite benutzen. Kurz. So. Und das kommt dann auch gleich. Wo sind wir gelandet? Ach, da an der Seite. Auch eine schöne Idee, brauchen wir aber nicht. Okay. Dann nehmen wir dieses hier wieder. Ah nee, richtig. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wir können zwar jedes zweite machen, aber sieht das so gut aus? Ja, so geht das.
Dann machen wir einfach auch noch Glas hin. Die beiden können schon weg. Das einfach weg. Muss keinen Fehler machen. Nicht, dass ich hier während der Aufnahme das noch einmal ändern muss. Eure Geduld müssen wir ja nicht überstrapazieren. Und die Aufmerksamkeit auch nicht. Das wegzubekommen, muss ich jetzt ja einmal rein. Das kann ich gleich machen. Da ich ja drinne stehe, brauche ich nur aus der Baukamera ja raus. Kann das dann gleich entfernen. Ja. Also ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Moment. Hier werde ich kurz. Nein, denke nicht. Nein, ich werde hier nicht schneiden oder ähnliches, weil ich möchte hier noch Licht aufbauen. Und ja, das könnt ihr natürlich genauso sehen. Fällt ja fast gar nicht auf. Gut.
sagen, dann gucken wir uns das nochmal von außen an. Naja, die Platte, okay, die nehme ich dann gleich mal weg. Ja, also mir gefällt's. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da, nehmt noch ein Abo mit und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!